Der Energieversorger investiert in die Verlegung von Glasfaserkabeln bis ins Wohnhaus. Auch die A1 Telekom Austria setzt in 3 Projekten erstmals komplett auf diese Technologie, teilte das Infrastrukturministerium am Sonntag in einer Aussendung mit. Im Herbst 2017 hat das Infrastrukturministerium die 2. Ausschreibungsrunde der Breitbandprogramme Access und Backhaul abgeschlossen und dabei 80 Millionen Euro an 20 Fördernehmer vergeben. Insgesamt wurden bis dato rund 332 Millionen Euro aus der Breitbandmilliarde zur Verfügung gestellt. Davon hat sich Oberösterreich den zweithöchsten Betrag, 89,2 Millionen Euro, abgeholt, wodurch rund 134.000 Oberösterreicher in 248 Gemeinden profitierten, so das Ministerium. Niederösterreich liegt mit 94,3 Millionen Euro an der Spitze. Ein Drittel der bis 2020 eingeplanten Bundesmittel ist somit bereits abgeholt. Alle gewährten öffentlichen Fördermittel aus der Breitbandmilliarde werden mit Investitionen der privaten Netzbetreiber verdoppelt.